Willkommen zu der Zombie-Apokalypse. Nachdem wir jetzt erfahren haben, dass die Tochter und seine Ex-Frau vielleicht noch überlebt haben und auch erfahren haben, wodurch es mit dem ersten Virus auf sich hat, wie der entstanden ist und wodurch im Prinzip so die Anfangsgeschichte ein bisschen erfahren haben, gucken wir jetzt mal, was wir hier noch so finden. Selbst mit dem Critical kriegen wir den nicht direkt tot. Das ist schon mal schade. Aber da haben wir wenigstens noch Zeit, dass unser einer guter Freund auf jeden Fall noch Stufe 30 werden kann. So, das müssten jetzt 3 sein. 3 habe ich mit einem Ausrufezeichen. Wow. Das ist gut. Dann sind die ja hier. Achso, der ist auch kein Wächter, sondern nur so ein Arbeiter gewesen. So. Serum. Es hat keiner überlebt. So, da haben wir noch. Oh, die sind ganz schön schnell unterwegs. Und mal gucken, ob das ausreicht. Sehr gut. Aber hier reicht es auch aus. Sehr gut. Serum. Theoretisch 4 oder sogar 5. Na, das wird jetzt lustig. Das wird definitiv interessant. Ich glaube, da müssen wir auf Nummer sicher gehen und ein paar Serum. Ich weiß nicht, was hier die Mehrzahl ist. Einsetzen. Schleim. So, wir haben jetzt hier schon ordentliche Ladung. Ah, das reicht nicht. Schade. Aber hey, wir machen jetzt hier Peng und dann reicht das doch. Damit haben wir jetzt alle auf Max-Level. Das ist sehr gut. Sehr gut. Dem konnte ich nicht entfliehen. Aber dafür sollte der relativ einfach umzubringen sein. Nur dass ich mich jetzt mit dem Professor auch noch rumschlagen muss, finde ich nicht so toll. Der ist schon ein bisschen stärker. Aber wir haben jetzt gleich nämlich ein Heilungscamp. -30%. Gut. Bleibt dabei, dass es trotzdem 30% von der Max-HP sind.
Aber, wie wir sehen, können wir relativ schnell wiederbeleben. Gut, dass ich das bisher noch nie nutzen musste. Naja, komm. Wollen wir unsere Ruhe haben? Das spricht auf jeden Fall dafür, dass wir gleich den finalen Kampf vor uns haben. Ja, der kann gerne uns bewerfen, das juckt uns nicht. So, jetzt ist die Frage. Ich würde auf jeden Fall gleich nochmal sicherheitshalber safen, nur für den Fall, dass wir noch irgendwas entscheiden müssen oder können. Aber jetzt ist eher die Frage wegen der Bewaffnung. Er hat Schrot und die normale, das ist schon mal gut. So, Harry hat die normale und eine Desert, die können wir testen. So, sie hat Messer und die Randall Pistol, okay. Sie hat die MK und ein Crossbow, okay. Ja, sollte eigentlich machbar sein. Na, mal gucken. Ach, jetzt habe ich vergessen zu speichern. So ein Mist. Da kommt jetzt was hoch. Der Präsident bestimmt. Oh Gott, was hat der denn? Ja. Der Präsident hat... Aber der hat halt haufenweise Bewaffnung gehabt und wollte damit wohl... das ist jetzt etwas, was ich nicht so... Und die Jungs hier... Die verstehen auch keinen Spaß. So, wollen wir mal kurz testen, wie die aussieht? Nee. Okay. Im Moment macht er nichts, das ist schon mal gut. So. Ja. Multishot. Na gut, das ist erstmal nichts Wildes. Ich hätte natürlich noch eine zweite Schrot ausrüsten können. Das wäre besser geworden. Aber nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall noch gut im Rennen, was die Munition angeht und auch was die Lebenspunkte angeht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal einsetzen. Aber wie gesagt, wir haben ja noch mehr als genug. Drum, na gut. Wechseln wir. Einfach mal umgehauen. So, es wird Zeit, Mr. President. Zu sterben, würde ich mal sagen. Ich glaube aber nicht, dass das schon der finale Boss ist. Wow. Jetzt kommt er aber mit harten Geschützen. Ich wusste es, dass irgendwann jemand kommt, der eine Bazooka auf uns schießt. War nur eine Frage der Zeit.
Na, ich glaube, einen Angriff müssen wir noch aushalten, oder? Oh nee, das war's jetzt. Toll, hätte ich mir das Heilen auch sparen können. So. Präsident getötet. Aber wenn der Präsident... Na, wobei, es ist, wie gesagt, es ist die anderen Leute, die sind ja noch hoffentlich am Lesen. Commander Anderson. So, kommen wir hier. I am the president. So, jetzt haben wir hier den nächsten Punkt. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Dokumente finden. Vielleicht kriegen wir da noch Informationen. Das wäre mega nice. Und ich hoffe nicht, dass hier noch irgendein Zombie lebt. So, mal gucken, was das sagt. So. So, the foreign spy who stole the film of the original and fiction sample being dealt with. Okay. Also. Der Film über die originale Zombie-Infektion wurde mit gehandelt. Ah, das ist vielleicht der Film, den wir gefunden haben, von diesem Barkeeper-Typen. Ja. Na, mal gucken. Stückchen haben wir noch. Da ist ein Zombie eingesperrt, der Arme. So. Dadurch, dass wir noch so viel Munition finden, wird es definitiv nicht der letzte Bosskampf gewesen sein. So viel Zeug, wie wir hier noch einsammeln. Und die nächste Flamme. Naja, Munition haben wir. Aber wir können ein bisschen umgestalten. Und zwar brauchen wir diese Desert Opray nicht. Dafür können wir ihm auch noch eine Shotgun geben, würde ich sagen, damit wir einfach zwei Optionen haben, mit Shotgun zu schießen. Shotgun zu schießen. So, da haben wir Zombies. Da haben wir Zombies. Okay. Das müsste dann Kapitel, das müsste dann der Forscher sein, den wir jetzt hier haben. Den Patienten 0, muss man so ausdrücken. Kriegen wir jetzt nicht, aber das ist verkraftbar. Also selbst wenn wir einigen Gegner aus dem Weg gegangen wären, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. So, was haben die denn fallen gelassen? Ein Dokument. Okay.
Ja, war klar. Das wäre wie. Wir haben den Film. Dieser Mega-Zombie-Typ. So, was ist da drauf? Können wir das vielleicht auch sehen? Aber das haben wir doch in diesen Nachrichteninfos auch gelesen, dass das der erste Zombie ist. Und das wird wahrscheinlich auch dann unser sozusagener Endgegner werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier haben wir auch Zombies noch eingesperrt und da geht's oben weiter. Mi, na? Okay, der hat gesprochen oder er hat den Gedanken gelegt. Aber okay. Das hilft wahrscheinlich nicht. Aber er wird bestimmt wieder aufstehen. Der Kampf geht los. Das könnte der Endgegner sein. Ein fliegender Zombie. Also wird es wahrscheinlich mehr als nur ein Zombie sein. So. Aber hier brauchen wir keine Shotgun, sondern einfach nur pure Kraftwaffen. Wir können ja mal gucken, was hier eventuell sinnvoller wäre. Es könnte fast tatsächlich sehr sinnvoll sein, ihn zu stärken. Mit der Megawaffe. Telekinese. Das macht ihn jetzt aber nicht gerade sehr stark, oder wir sind einfach nur tatsächlich sehr overpowered. Und das Spiel ist tatsächlich einfach sehr einfach. Oh. Da haben wir super Telekinese, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht mit diesen Zombies umgehen könnten, indem wir einfach eine super Schrotparat haben. Oder einen weiteren Schuss. Na doch, wir stärken ihn noch mal weiter und dann kann er nämlich jetzt auch seine Schrot einsetzen und damit sind die Zombies auf jeden Fall weg. Ich würde sagen, wir machen das gut. Die Frage, die jetzt bleibt, ist es wirklich der letzte Gegner? Aber ich glaube, wenn sie jetzt schießt. Dann haben wir es geschafft. 0 XP. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Licht pro Promise. Was sollen wir versprechen? Gift.
ein Geschenk. Okay. Ein Passcode, okay. Irgendwelche wilden Zahlen. I miss you, Mina. War das vielleicht der Stiefvater, der im All war? Oder waren wir der Astronaut? Jetzt kommt es drauf an. So, speichern wir mal. So, jetzt mal gucken. Report. Was haben wir denn alles? Omniosport, Sub, Doomsday. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da das mit Mina zusammenhängt, vielleicht der Geburtstag von ihr ist. So, jetzt habe ich. Es wird bestimmt der Geburtstag sein, aber haben wir hier irgendwelche Informationen? Ich weiß, dass wir ganz am Anfang das gesehen hatten mit dem Geburtstag. So, das sind die. So, Sub. Aber auf jeden Fall auch alle. Aber das ist auch nicht. Newspaper-Artikel. Da fehlt eins. Aha, wir haben einen Newspaper-Artikel nicht. Ah, hier. Okay, er wurde verheiratet. Wahrscheinlich mit der Ex-Frau. Oder diesen Newsartikel, den können wir gar nicht haben. Das kann natürlich auch sein. So, ich würde jetzt dann einfach mal einen Cut machen. Auch wenn, ja, wie jetzt eigentlich bestimmt das Ende ist. Aber dann ist es ein kurzes Endvideo. Wir sehen uns dann im nächsten Video weiter mit dem, wie es hier ausgeht. Ciao!